Folge 2. Der Literaturpapst erhält Unterstützung von der Literaturpäpstin, so schreibt Elke Heidenreich in der FAZ. Wie jämmerlich die dargebotenen Produkte und Arbeiten in der Mehrzahl waren. Wie jämmerlich unser Fernsehen ist. Wie arm, wie verblödet, wie kulturlos, wie lächerlich. Reich Ranicki war der Lichtblick. Thomas Gottschalk hingegen wird attackiert. Als Moderator ohne einen Funken von Witz und Geist. Folge 3. Gottschalk sagt daraufhin seinen Gastauftritt in Heidenreichs ZDF-Sendung Lesen ab und Marcel Reich-Ranicki stellt sich hinter seinen neuen Dudes-Freund Tommy. Thomas als dumm darzustellen ist eine Unverschämtheit. Elke hat sich miserabel benommen. Sie hat doch intrigiert. Hä? Elke Heidenreich fühlt sich verraten und verkauft. Folge 4. Auch ihren Heimatsender greift Heidenreich in der FAZ scharf an. Man schämt sich, in so einem Sender überhaupt noch zu arbeiten. Von mir aus schmeißt mich jetzt raus, ich bin des Kampfes eh müde. Das ZDF reagiert prompt und setzt noch im Oktober Heidenreichs Sendung Lesen ab. Ach, der Reich Ranicki, die Mortuis nil nisi bene, er ist tot. Er hatte ein Wahnsinnsleben und diese Lebensgeschichte, die er hatte, die hat ihn dazu schon berechtigt, so zu sein, wie er war, schlecht gelaunt und böse. Er hat viel Böses getan, er war natürlich sehr gescheit, er hat viel gelesen, aber er war immer nur ganz subjektiv. Und mir hat er sehr geschadet. Wir waren jahrelang befreundet, soweit man mit ihm befreundet sein kann. Ich war oft mit ihm in der Oper, in den Buchmessen, Freitagen immer, wenn wir alle nicht mehr konnten, sind wir beide in die Oper gegangen. Und dann hat er immer gesagt, alle schauen auf dich. Da war ich damals berühmt durch Lesen. Da habe ich gesagt, nein, Liebster, alle schauen auf dich. Dann hat er eine Weile gebrummelt und dann hat er gesagt, na gut, sie schauen alle auf uns. Als das ausging mit dem ZDF und ich da richtig Krach hatte, war er, glaube ich, der mir den letzten Tritt versetzt hat. Aber es ist ihm alles verziehen. Letztlich habe ich auch viel von ihm gelernt, nämlich die Leidenschaft, über Literatur zu reden und sich zu trauen. Er hat mich nach jeder Sendung angerufen und beschimpft, aber letztlich habe ich es so gemacht wie er. Ich habe immer ich gesagt und ich finde und ich meine. Und das ist im Grunde ganz gut gewesen. Was ist der Verrat? Ich habe nicht intrigiert. Nein, es war ein Verrat zu viel. Jetzt ist gut. Was ist der Verrat gewesen, musst du verstehen? Ach, alles, was da hinter den Kulissen lief, so viel noch. Also das ist ja nie so, wie es in den Zeitungen steht. Da ist ja hinterher passiert ja noch mehr. Zum Beispiel dieses blöde Gerücht, ich wäre irgendwie neidisch gewesen oder beleidigt, weil ich die Laudatio nicht hätte halten dürfen. Er hat mich darum gebeten, die Laudatio zu halten. Also er wollte, dass Sie die Laudatio halten. Und dann hat das Fernsehen gesagt, nein, das macht jetzt Gottschalk. Und dann hat er gesagt, da musst du eben in die Jury gehen in Zukunft, dass du das machst. Also es war alles eigentlich ganz anders. Und dass er mir dermaßen in den Rücken gefallen ist hinterher, fand ich nicht gut. Und ich bin bleibend böse, ja. Aber es kränkt mich nicht mehr, es ist einfach ein Kapitel zu Ende.